Nee, das sind nur Felsen, oder? Ach, auf den Typen da! Den toten Typen. Herzlich willkommen zurück an Bord meiner Patreon bei Empyrean Galactic Survival. Und wir befinden uns hier gerade über dem Planeten EYMC1. Das ist also der erste Planet im Kaache oder KC-System. Können wir mal gerade auf die Karte gucken. Hier ist die Sonne Kaache oder KC. Und hier befinden wir uns gerade. Das Schöne an dem System, bislang sind mir hier noch keine Zyrex entgegengekommen, die mich abballern wollten. Und wir haben allerdings auch schon im Orbit von diesem Planeten einen Wrack gefunden. Also ganz so ungefährlich scheint es hier doch nicht zu sein. Aber das System ist ziemlich interessant. Es gibt wenigstens drei Planeten. Hier noch ein Gasriesen. Noch einige Asteroidenfelder. Ich bin mal gespannt. Ich werde mir jetzt erstmal den ersten Planeten in diesem System angucken. Der sieht irgendwie so ein bisschen... Na, irgendwas stimmt wieder nicht hier. Na, so. Jetzt kann ich wieder steuern. Er sieht so ein bisschen aus wie der Wüstenplanet. Auf jeden Fall scheint das tatsächlich so einer zu sein. Upp, da sind wir auch schon. Bitte mal gerade rotieren. Und ich bin mal gespannt, was es hier so gibt. Ich scanne mal. Auf jeden Fall Ressourcen. Das ist schon mal ganz gut. Und was sind denn das für Strukturen? Leider wird es hier gerade dunkel. Ruined Tanks. Was ist das denn? Hier wird es aber sehr dunkel. Auch noch nebelig oder so. Also meine Nachtsicht scheint hier so ein bisschen was rauszuholen. Wo sind denn Ruined Tanks? Da! 900 Meter. Fliegen wir mal hin. Mal gucken. Ist das, war das mein Schiff, was geballert hat? Oder wurden wir beschossen? Puh. Nein, 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 nein. Hör auf zu schießen. Ich verschwinde hier erstmal. Auf jeden Fall wurde das als rot angezeigt. Ich bin am Überlegen, wo lande ich denn? Ah, Kobalt. Ja, Kobalt können wir auf jeden Fall immer gebrauchen. Da weiß ich, dass ich da auch schon ziemlich hinterher gejagt habe. Vielleicht versuche ich hier mal vorsichtig runterzugehen. So. Dann mache ich auf jeden Fall mal die Düsen aus. Na, ich wollte aufstehen. Danke. Und jetzt hoffe ich, dass ich auch wieder normales Licht habe. Ja, klappt doch. So, wie geht's mir überhaupt? Ein bisschen Sauerstoff könnte ich gebrauchen. Und was zu essen könnte ich gebrauchen? Meine Meatburger, die halten noch. Aber einen futter ich mal. So. Zur Sicherheit nehme ich schon mal eine Waffe in der Hand.
ein bisschen Sauerstoff. Ich weiß jetzt nicht. Interessantes Geräusch. Ist das das Ding hier? Scheinbar. Dabei ist das ja eigentlich alles nur Verzierung. Was mich aber interessiert ist, bekomme ich irgendwie Informationen über diesen Planeten? So, Name. Desert Large. Planet Difficulty Easy. Okay. 0,99 Gravo, also Erdgravitation, Temperatur, Atmosphäre. Äh, 13% Sauerstoff, aber nicht atembar. Das heißt, ich werde hier auf jeden Fall auf meinen Sauerstoffvorrat zurückgreifen müssen. Naja, macht nichts. Also allzu weit will ich mich von meinem Raumschiff hier nicht entfernen. Mach hoch die Tür! Los! Mach den Hangar! Das ist so doof, diese Technik hier. Jetzt geht's gar nicht mehr? Was soll denn der Witz jetzt? Ist die blockiert? Hm. Das finde ich jetzt aber merkwürdig. Ich kann ja auch so aussteigen. Wieso funktionierte das denn wieder nicht? Sehr geil. Irgendwas muss hier doch mein Hangar... Oh, es gibt Spinnen. Wieso geht der Hangar nicht auf? Hallo Spinne. Ja, ja. Also Spinnen scheint es hier auf jedem Planeten zu geben. Oh, diese Pflanze kenne ich. Die habe ich schon selbst angebaut. Die war eigentlich sehr gut und das Alien-Plasma, das wächst bei mir, ne, unter Wasser. Also auf Setshore, auf meinem, ich zögere zu sagen, Heimatplaneten. Im Spiel passt das ja in der Story nicht wirklich. Was ist denn das hier für ein Kaktus? Kann ich den... scannen? Nö, nicht wirklich. Firemoss. Wir nehmen mal mit, was wir kriegen können. Das ist Gemüse, das kenne ich auch von meinem Planeten. Und hier nur zwei Pflanzenprotein, wenn ich es selbst anbaue. Phoenix Fernfront. Was haben wir denn hier? Intermediate Product used as an ingredient for processing into a more complex product. Okay, das ist also ein Zwischenprodukt. Scheint aber nicht zu vergammeln. Ist das nicht Kobalt? Moment. Jo, Kobalt. Ich hoffe, das war nicht das, was ich gescannt habe. Wieso kriege ich da jetzt nur noch zwei? Ich hoffe, das gilt nicht für meine selbst angebauten. Dann lohnt sich das nämlich nicht mehr wirklich. Okay, wo wollte ich hin? Wo war das Kobalt? Ich scanne nochmal. Ach, da. 140. Ach Mensch, ich habe doch ein Motorbike. Die nehmen wir nochmal mit. Wer weiß, wozu sie gut sind. Irgendwann sagt, hätte ich mal mehr mitgenommen.
Das kenne ich aber im Spiel auch schon. Dinge, die man sonst nie braucht. Und dann braucht man sie plötzlich und dann hat man zu wenig. Aber das ist in anderen Spielen auch so. Hier scheint es eine ganze Menge davon zu geben. Wir stecken erstmal ein, was wir kriegen können. Mist. Ich sollte vielleicht nochmal scannen. Ja, jetzt bin ich schon fast zu Fuß hingegangen, aber kann ich ja wenigstens auch noch ein bisschen sammeln. Ich muss aufpassen. Ich darf nicht vergessen, hier gibt es Spinnen. Da ist die nächste. Ich kann ja auch mal meine Sniper benutzen. Was betreibt die da? Oh, die ist aber hart im Nehmen. Jetzt ist sie platt. Spinnchen, was hast du da gemacht? Sah so aus, als ob du irgendwie am Kämpfen warst. Aber hier ist ja nichts, oder? Ah, nochmal Kobalt. 7. Nehmen wir mit. Scheint ein kobaltreicher Planet zu sein. Sollte man sich vielleicht merken. Wo musste ich jetzt nochmal hin? Hallo? Scanner? Stehe ich da schon drauf jetzt, oder? Kaffee! Natürliche Stimulanz! Wieso zeigt er mir das... die Kobaltressource nicht mehr an? Da! Ich stehe tatsächlich drauf. 30, 26, 22, 19, 18, 7, 8. Okay, hier ist die Stelle. So. Ein bisschen Abstand. Gucke noch mal gerade, ob ich in der Nähe irgendwelche Spinnen sehe. Nee, ach, das sind die Alien-Insekten. Die laufen aber nur da hinten rum und die tun mir normalerweise nichts, wenn ich ihnen nichts tue. Okay, dann, da ist das Loch. Das mache ich natürlich wieder mit der Drohne. Was ist denn jetzt los? Steuerung! So. Bohre. Hier sehe ich noch nichts. Etwas tiefer müssen wir noch. Ah. Hier sind wir. Kobalt. Das war schon. Das war schon. Mehr gibt's nicht. Okay, naja. Immerhin. So ein bisschen haben wir. Pflanzenfaser nehmen wir auch immer gerne mit. Gehe ich zu Fuß oder nehme ich das Motorrad? Zu Fuß können wir noch ein bisschen was einsammeln. Aber zur Sicherheit nehme ich trotzdem mal die Shotgun in der Hand. Wer weiß, wann man das alles gebrauchen kann.
Und Gemüse ist sowieso immer gut. Also hier diese komischen Pilze. Das ist Gemüse. Hallo? Bleib ruhig. Ich dir nichts tun, du mir nichts tun, okay? Oder er ist sauer, dass ich hier was absammle? Scheinbar nicht. Guck mal. Bisschen Sonderenergie nehmen wir immer. Ist das hier auch noch mal Kobalt? Nee. Ja, mein liebes Schiff. Machst du mir jetzt die Luke auf oder? Hier macht er so. Es ist eine Technik. Immer wieder begeistert. So. Oh, Sauerstoff habe ich natürlich ziemlich verbraucht, weil, wie gesagt, die Atmosphäre ist ja nicht atembar. Kann ich hier vielleicht schon was ernten? Das wächst noch. Oh, Inventory full. Okay. Da würde ich erstmal die verderblichen Lebensmittel einlagern. So. Gemüse. Ich habe ziemlich viel Gemüse. Alien Plasma, das brauchte ich für medizinische Zwecke, glaube ich. Kaffee. Alien Thorn. Ich meine auch. Und was ich hiermit anfangen kann, keine Ahnung. Ich pack's mal hier rein. Was weg ist, ist weg. Beziehungsweise was in Sicherheit gebracht wurde, ist in Sicherheit gebracht. Wie sieht das mit Radioaktivität aus? 0,6. Oh, ich sollte mal duschen gehen. Okay, weg. Sauerstoff hatte ich mir ja gut. Na? Ruhig ganz voll machen. Und irgendwo hatte ich hier, ja, genau. Da lagere ich das mal ein. Beziehungsweise die Pflanzenfasern. Die packe ich, glaube ich, gleich mal hier in meinen Konstruktionscontainer. Nur für alle Fälle. So. Oh, Gesundheit. Moment mal, ich habe doch eigentlich auch irgendeine Möglichkeit zu heilen. Wo war denn das nochmal? Aufmachen. Hier gab es doch irgendwo, genau. Irgendwo war doch hier eine Medizinstation. Hier? Da. Hier kann ich schlafen. Poisonous Bite. Bin ich von der Spinne angefallen worden? Nee, hier kann ich gar nicht heilen. Ah, hier aber, Medikste. So. Ich wollte doch gerade sagen, irgendwo war doch was. Okay, dann bin ich wieder fit für die nächste Aktion. Dann fliegen wir mal ein bisschen weiter über diesen interessanten Planeten. Das Dumme ist, dass es leider Nacht ist. Das heißt, es ist wenig zu sehen. Ich gucke mal gerade, was die Karte so sagt. Das waren die Ruin Tanks. Ja, da wurde ich ja beschossen. Oder ich habe geschossen. Ich denke, wir düsen einfach mal ein bisschen hier rüber. Und
mal gucken, was es noch so zu finden gibt. Weswegen schießt du jetzt wieder? Muss mal gerade etwas höher gehen. Ich sehe doch da. Ach, Bunker. 8,6 Lichtjahre. Ah, da ist irgendwas. Nee, das sind nur Felsen, oder? Ach, auf den Typen da! Den toten Typen. Schnell mal landen. Geradeaus. Ach, steig doch aus. Schnell, schnell. Den will ich mir angucken. Shotgun ist geladen. Jetzt bin ich mal gespannt, ob er mich diesmal rauslässt hier. Ja. Was habe ich denn da erschossen? Licht an. Wo? Wer? Irgendwo in der Richtung? Ist der schon despawned? Hallo? Sehe ich so mehr. Da. Desert Golem. Oh. Golden Neodym. Ja, gib mal her. Schönes Gebiss hat er auf jeden Fall. Ziemliche Krallen. Ist denn das jetzt wirklich ein Gegner gewesen oder eher ein Raubtier? Ich keine Ahnung, wie der eingeordnet ist. Also gegen Tiere sollte meine automatischen Waffen, die sollten da eigentlich nicht gegen ballern. Sonst kommen die ja gar nicht mehr zur Ruhe. Aber dann hat mein Schiff vielleicht eben noch einen anderen Desert Golem gefunden. Oh. Und ich würde mich hier gerne weiter umgucken, aber das ist im Dunkeln, ist das so doof. Man sieht nichts. Ich hoffe, das wird bald Tag. Ich würde mir auch gerne hier diese interessanten Kreaturen angucken. Die knurrenden interessanten Kreaturen. Aha. Wüstenwürmer sehen zwar eher wie Sandkriecher oder so aus. Tut ihr mir was? Ah, ich trau dem Wurm nicht so. Was? Was wolltest du sagen? Hm? Auf jeden Fall schnarcht der komisch. Okay. Gibt es für mich hier noch was Interessantes, was mein Scanner eventuell anzeigt? Nö. Gut, dann würde ich sagen, fliegen wir mal weiter. Mach hoch die Tür, yeah. Ah. Und ich müsste hier mal andere Stufen da einbauen. Also die Stufen da, die sind eine Katastrophe. So, ich lade schon mal Sauerstoff wieder nach. Oh, und ich habe
Richtig, Kohldampf. So, erstmal noch ein Meatburger. Oh, ich habe ja noch Erze hier von diesem Wüstengolem. Die können wir hier auch schon mal einlagern. Gold. Da habe ich ja schon von euch gelernt. Gold hört sich toll an, aber ist so gut wie zu nichts nütze. So, das weg. Haben wir hier noch was auf der Tasche, was vergammeln könnte? Außer natürlich die Pflanzenproteine. Ach, ich wollte doch noch was kochen, wenn ich so viel Gemüse habe. Komm. Mach mal 10 Ratatouille. Ich glaube, ein bisschen kann ich auch noch vertragen. Einstweilen tut es eine Energy Bar. Nein. Gleich essen. So. Ich fühle mich sehr komfortabel. Ich hoffe, dass ich jetzt langsam mal irgendwo ins Licht komme. Ah. Da muss ich genau in die andere Richtung fliegen. Hier scheint auf jeden Fall die Sonne. Und wenn ich so ein bisschen hier was von diesem Wüstenplanet entdecken will, dann sollte ich einfach mal in die andere Richtung fliegen. Das mache ich aber erst in der nächsten Folge. Bis hierhin bedanke ich mich ganz herzlich fürs Zuschauen. Ich finde es jetzt richtig spannend, dass man mal wirklich komplett neue Planeten erforschen kann, auch wenn, ich sag mal so, die Flora und Fauna, die ist irgendwie immer ähnlich. Also ich muss einfach überall und immer mit Spinnen rechnen, glaube ich. Die habe ich ja auch schon im Weltraum gefunden. Naja, wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, freue ich mich über ein Like. Und ich bin auch jederzeit dankbar für Kommentare, für Tipps. Da habt ihr mir schon ziemlich geholfen. Ich sehe ja gerade, das sieht irgendwie so ein bisschen krumm aus. Kann ich das reparieren? Nee. Das sind Designerstufen. Okay. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Macht's gut. Tschüss.